Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, ihr seht es hier schon, ich habe die Mod konvertiert mit den Containern. Das ist einmal der Containerstapel, geht ganz einfach, Mod-Konvertierung. Da gibt es schon einige Videos im Internet zu, auch vom Train Gamer, der erklärt das da ziemlich gut, wie das funktioniert. Und so kann man sich einen großen Teil an Mods schon rüberholen. Alle Mods, die irgendwie mit Brückenpfeilern, Straßen und sowas zu tun haben, das funktioniert noch nicht so richtig, weil da muss man dann schon noch ein bisschen scripten. Da habe ich halt keine Ahnung von. Aber hier das mit den Containern, das hat alles super funktioniert, weil ihr seht das selber, die Vielzahl an Containern. Wenn ich es jetzt abreißen müsste, müsste ich alle einzeln abreißen. Zu toll, toll, toll muss ich das nicht. Aber hätte ich die auch alle einzeln setzen müssen, alle übereinander stapeln müssen, da wäre ich ja ewig mit beschäftigt gewesen. Und da hatte ich ja letzte Folge gesagt, dass ich das auf jeden Fall nicht machen möchte. Ja, dann hatte mir gerade eben kurz vor der Aufnahme noch ein Follower geschrieben, dass ich die Kräne hier doch auf Stufe 2 setzen möge und dann sollte das eigentlich, wollte ein Zug drunter herpassen. Ich habe die jetzt schon auf Stufe 2 gesetzt. Wenn ich jetzt aber einen neuen baue, ich kann dir das Problem einmal zeigen. Ich habe das noch nicht ausprobiert, vielleicht funktioniert das, können wir gleich mal machen. Hier, so, Stufe 2. Dann sind die eigentlich, wenn ich sie auf Land mache, würde ich sagen, es passt. Na, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Ne, hier ist das auch jetzt schon von der Höhe, an der muss ja Höhe auf 2 gehen. Aber dann schwebt der und ich kriege den nicht runter. Kann den drehen, kriege den mit den Punkten aber nicht rauf und runter gesetzt. Ich weiß gar nicht, warum der so hoch ist. Und selbst auf Stufe 0 ist der ja quasi auch unten irgendwie im Boden. Ne? Und wenn ich ihn jetzt auf Stufe 1 setze, passt das auch nicht. Ich weiß nicht genau, was da mit diesem Kran los ist. Das hatte der vorher eigentlich nicht gemacht. Dass der jetzt, warum der auf einmal hier unten so tief im Boden steckt. Ach ja, genau. Die nehmen ja, ne, aber das Wasserlinie passt nicht. Die nehmen ja alle die Wasserlinie an, aber das haut ja auch nicht hin. Weil da schwebt er ja auch noch. So, und ich habe den jetzt auf Stufe 2, er verschwindet aber links hier unten, dann sag ich mal so ein Meter im Boden. Und deswegen weiß ich nicht, ob das passt, wenn da jetzt ein Zug drunter erfährt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich das nicht tauschen kann, weil ich jetzt hier schon... Hoffentlich bleibt die Schiene gerade. Schienen. Ich habe hier glaube ich nur 30 km/h genommen. Oberleitung, nein. So, gucken wir mal. Das wird natürlich jetzt hier lustig mit dem... Ah, es funktioniert. So, zack. Perfekt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die... das werden wir irgendwann auch mal in der Mitte weitersetzen. Ich mache das jetzt einfach hier nochmal gerade. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die... zwar quasi ein Kopfgleis hier zu machen. Der Zug wird hier hinten nicht mehr rausfahren. Weil das Gelände hört halt hier auf. Hier kommen jetzt noch ein paar Bürogebäude hin auf die Fläche. Habe ich mir vorgestellt. Hier kommt irgendwie so ein Parkplatz hin. LKWs, keine Ahnung. Und dann ist das Gelände eigentlich abgeschlossen. Klar wird das noch ein bisschen weiter ausdekoriert. Und dann wollte ich hier neben... Ach, da kommen wir gleich zu. Jetzt können wir eigentlich mal gucken, ob hier ein Zug hinpasst. So schicke ich den einfach auf irgendeine Linie. Ist ja scheißegal. Wir kaufen uns jetzt mal gerade einen. Ich nehme einfach jetzt mal hier den Wagen. Das ist ja auch egal. Diesel... Nehmen wir den hier. So. Linie kaufen, Linie zuweisen. ICE minden. Das passt schon. Alles gut. Vielleicht passt es. Ne. Oder? Ne. Das passt nicht. Also mit den Wagen aktuell passt es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Gut, wenn ich natürlich jetzt ein Flatbeds nehme oder sowas, was ja bei den Kränen auch Sinn machen würde, die Lok halt hier hinten stehen lassen, dann würde das noch schon funktionieren.
Aber so ist das halt schon arg knapp. Hier ist, bei denen ist es ja kein Problem. So, okay. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht kann ich das fixen. So, hier hatte ich mir vorgestellt. Wir haben jetzt hier hinten noch einen Abzweig. Ob der jetzt hier bleibt, weiß ich nicht. Ansonsten haben wir ja hier jetzt noch das, was in unser großen Güterbahnhof gehen soll. Ich hatte mir jetzt überlegt, weil ich kann ja auch Produktionen setzen, dass ich hier auch ein paar Produktionen setze. Ich möchte keine Chemie hier machen. Das möchte ich, da ich will gerne noch irgendwo was anderes bauen. Ich habe Platz hier ohne Ende auf der Karte. Jetzt wollte ich mal gucken, was ich hier machen kann, was sich anbietet. Sieht das aus hier? 4 sieht ein bisschen langweilig aus, ne? Und das sieht schon schick aus. Sowas hier zum Beispiel. Zufuhr aus, Zufuhr an, automatisch Upgrade, aus, soll auf der größten Stufe bleiben. Haben wir hier noch eine Ölquelle, das machen wir nicht. Ölraffinerie, die sieht richtig schick aus, in der großen Stufe. Das sieht auch wirklich schick aus. Was haben wir denn hier? Das ist auch so eine Fabrik, die hier eigentlich gut hinpasst. Hat aber mir auch schon wieder so ein bisschen zu viel Ölsachen. So eine Warenfabrik. Warenfabrik finde ich eigentlich nicht schlecht. Aus dem einfachen Grund, weil Waren in Container gelagert werden. Und aus Containern, also beziehungsweise Container, haben wir ja nun jetzt hier mehr als genug. So, jetzt ist halt die Frage, wie setze ich diese ganzen Gebäude? Das schließt da jetzt ja zwar alles mit an. Hier hinten ist jetzt eine Straße. Ich muss jetzt überlegen, was ich halt nehme. Hier ist nochmal Export. Könnte ich hier rein theoretisch auch noch hinsetzen. Dass wir dann halt auch Güter hier hinbringen. Und eine Werkzeugfabrik. Sieht das aus? Ja, würde ich sagen, machen wir eine Warenfabrik und eine Werkzeugfabrik. Die werde ich jetzt hier bauen. Und dann gucken wir mal. Zufuhr an, ja. Ich weiß jetzt halt noch nicht, wie ich sie baue. Durch die Straße. Und die Straße kann man hier hinsetzen, das stört nicht weiter. Ich muss halt sehen, dass ich dann irgendwo auch diesen Güterbahnhof hinkriege. Ich muss jetzt taktisch überlegen. Hier muss irgendwo noch die LKWs zwischen. Wir setzen nämlich immer gleich zwei davon. Weil die haben ja auch nur eine bestimmte Produktion. Wenn ich die so aneinander setze, ist es halt. Könnte ich natürlich jetzt so aneinander setzen. Dann sieht das auch nicht so schlecht aus. Oh. Dann sieht das alles ein bisschen verwurschtelt aus. Mal gucken, dass wir die Straße haben, aber die habe ich. Das ist, glaube ich, die Autobahn. Die hier. So. Ja, toll. Du mal geradeaus weiter. Perfekt, das passt. Sehr schön. Vielleicht kommt irgendwann noch das Upgrade, dass man LKWs hier auch rauffahren lassen kann. Das wäre gut. Jetzt haben wir natürlich hier schon die großen, die große Größe. Das ist aber halt nur jetzt optisch halber, ne? Also wir müssen das natürlich dann noch sehen, dass die Firmen das dann irgendwann umsetzen können. So, dann haben wir, was habe ich gesagt, wollen wir noch haben. Stahlfabrik, das sieht natürlich auch richtig nice aus, ne? Sieht richtig schick aus. Waren, hatte ich gesagt. Die sind natürlich schon richtig groß. Hätte das alles noch ein bisschen weiter verschieben müssen. Trollo. Das jetzt hier hinsetze. Ich kann die andere Fahrenfabrik auf die andere Seite setzen, aber das sieht halt schöner aus, wenn das alles ein bisschen dichter zusammen ist. Achso, die Straßen bleiben dann. Okay. Machen wir erst mit der Warenfabrik, die ist nämlich ein Tickchen größer. So, würde ich sagen, setzen wir die halt. Muss ja aussehen, dass ich da mit der Straße raufkomme. Ein bisschen Abstand lassen. So.
Kann die auch einfach verkehrt rumsetzen. Das geht ja auch. Macht das Sinn? Weiß es nicht. Wenn ich sie so umsetze, hakt die hier unten ganz schön weit rein. Ist nicht so gut. Komm, ich setze die andersrum. Kommen wir da hinten mit der Straße noch dran lang. Und da unten auch durch. So. Und das hatte ich heute hier noch haben. Das war die Sägewerk. Aber hier eigentlich, diese Zahnradfabrik ist auch nicht schlecht, ne? Was macht die? Maschinenfabrik. Maschinenfabrik auch nicht schlecht. Oh, Waren. Können wir so nicht hinsetzen. Naja, aber wenn wir die jetzt natürlich auch so hinsetzen, dann ist das schon, ist der schon ziemlich tief, ne? Ach, das habe ich doch gerade gesetzt. Was wollte ich denn hier hinsetzen, nicht Trottel? Schön vergessen. Was? Nee. Sägewerk? Das wollte ich doch hier auch nicht hinsetzen. Hä? Was hatte ich denn jetzt hier eben? Maschinenfabrik? Ja, die Maschinenfabrik. Ah, ja, genau, die war's. So. Jetzt machen wir den hier hin. Eine Maschinenfabrik. Haben wir erstmal nur eine. Können eigentlich im Prinzip hier hinten noch was hinsetzen. Ist ja noch Platz genug. Weiß noch nicht, ob ich das so lassen will. Ich bin mir da noch unsicher. Das ist halt das. Ich hatte eigentlich für diese Folge was anderes geplant. Jetzt ist das aber ein bisschen anders gekommen, weil auf einmal ich keine Zeit mehr habe. Und eigentlich dachte ich, ein Kumpel, der kommt heute nicht. Und jetzt kommt er nachher noch zum... Beziehungsweise er wartet schon. Wir wollen noch Anno zocken. Und ja, ich weiß, gestern haben wir auch Anno gezockt und das war dann irgendwie 16:30 oder so. Und ja, dann schaffe ich das nicht mehr bis morgens, dann die Folgen aufzunehmen, hochzuladen und alles. Das schaffe ich zeitlich nicht, deswegen muss ich jetzt halt aufnehmen. So. Ist doch schon mal soweit gar nicht so schlecht. Müssen wir halt auch gucken, wie wir das mit dem Bahnhof machen. Güterbahnhof Gebäude ist ja hier. Ich habe das ist mit der erste Güterbahnhof. Nee, stimmt ja gar nicht. Der erste ist es nicht. Was nehmen wir? 480 Meter lange Züge? Ja, wir nehmen 480 Meter lange Züge. 8 Gleise. Na, gucken wir mal, wie wir das jetzt gleich noch umbauen. Ich möchte hier noch ein bisschen mehr. Die Straße ist mir. Also, ich kann nicht die Straßen upgraden. Lol. Nice. Das ist gut. Richtig cool. Da kann ich die vielleicht auch noch auf die Größe upgraden. Geht das? Dann nehmen wir gleich die mit den Bäumen. Sieht ein bisschen schön aus. In Industriegebiet. Wir müssen ja auch hier was für die Umwelt tun, ne? Heutzutage ist das ganz wichtig. So, da geht's nicht. Wir wissen nicht, da geht's auch nicht. Da geht's auch nicht. Da geht's auch nicht. Gut, dann nehmen wir da die halt ohne Bäume. Geht auch nicht. Das gefällt mir doch schon wieder nicht. Es ist jetzt halt. Den müsste ich an den Tickchen weiter zurücksetzen. Machen wir die nochmal weg. Schienen nochmal weg. Straße meine ich. Das mal weg. Da kann ich ruhig den Abstand ein bisschen größer lassen. So dicht muss ich da nicht ran. Das kommt nochmal weg. Die kann die Straße auch weg, aber jetzt kann ich das ja nicht mehr verschieben hier. Ich bräuchte das ohne Straße. Ich brauche diese Straße halt nicht. Ist halt ein bisschen blöd. Ich kann das ja nicht verschieben.
Wir müssen das nochmal neu setzen, meine Freunde. Das machen wir. Was haben wir diese Folge gemacht? Jo, wir haben ein paar Gebäude von A nach B gesetzt. Also wir haben richtig was geschafft. So, dann machen wir das gleich ein bisschen mehr Abstand. So, kommt die dahin. Jetzt halt wieder andersrum auf, ist ja egal. Dann würde ich die ganz gerne genau andersrum setzen. Die kann ruhig auch ein bisschen weiter rausgucken. Dann haben wir hier oben doch noch ein bisschen mehr Platz. So. Und die setzen wir einfach so hin, wenn das hinhaut. So, dass wir hier oben halt mit der Straße geradeaus drauf kommen. Ein Tickchen gedreht. So. So sieht doch ganz gut aus, oder? Haben auch genug Platz, um da noch was anderes zu bauen. Perfekt. Würde ich sagen, graden wir jetzt einfach das mal ab hier, die Straßen. Das funktioniert nämlich. So. Ein Upgrade. Hier kommen wir jetzt so nicht hoch. Jetzt ziehen wir es einfach mal länger hier. Zack. So. Perfekt. 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 Jetzt ziehen wir einfach mal gerade erst lang. So. Das gefällt mir. Wie viel Platz habe ich denn jetzt noch? Oh. Ja. Ah doch, das passt noch. Hier kann ich mit der Strecke noch durchgehen. Das wäre natürlich geil. Ja, ja, das mache ich. Wenn ich hier vernünftig mit den Schienen rüberkomme. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier kann ich jetzt aber wieder elektrisch bauen. Oberleitung, ja. Wenn ich Glück habe, klappt's. Dann doch ein bisschen kurz. Wenn ich hier mit einem Gleis durchgehe. Zwei wäre besser. Habe ich halt da diesen Hückel. Ich kann mich aber hier gleich aufspalten. Jetzt hier auch mittig rüber gehe. Natürlich, also für die. So geht's nicht. Da sagt er, das ist nämlich eine Kollision. Ganz gerade ist das jetzt aber auch nicht. Das Problem ist, ich kann das nicht genau aufteilen. Scheiße, das geht auch nicht. So machen. Dass wir. Ihr merkt es gerade. Ich versuche was zu sagen und konzentriere mich dann wieder so aufs Bauen, dass ich es vergesse. Ja, geil. Aber das funktioniert so, wie ich mir vorgestellt habe, jetzt doch. Ich komme mich nicht von ab. Ging doch bei der einen Weiche. Hier werden wir natürlich jetzt mit dem Übergang dann hier alles blockieren, was wir blockieren können. Ich gucke, ob ich das vielleicht im Offscreen noch ein bisschen anpassen kann. Sollen wir mal gucken. Aber ansonsten ist das doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also wir sind alle Himmelsrichtungen hier gerade. Die ist da nicht mehr angeschlossen. Deswegen passt das mit der Oberleitung nicht. Muss ich nochmal gerade wegreißen. Das soll natürlich dann alles schon einheitlich werden. So. Ja, genau, sieht es besser aus. So. Zack. Und zack. Ja, nice. Perfekt. Das ist cool. Können wir da auch noch irgendwas abstellen? Das finde ich richtig nice. Oh, hier könnte man auch schon fast überlegen. Jetzt habe ich gerade schon wieder Ideen, ob man sich hier noch einen kleinen Güterbahnhof reinsetzt. Ich habe gleich hier den großen nachher, wo ich dann aber auch viel mit Durchfahrtsgleisen arbeiten werde und sporadisch einfach nur mal was reinsetze. Ja, aber ich würde mal sagen, es nimmt dann doch so langsam Form an. Und ja, für die heutige Folge dann auch schon wieder ausreichend was geschafft. Ich muss mal gucken, dass ich hier mit die Steuerung gehe. Oder wie auch immer, dass ich das wieder freischalte, dass ich ja vernünftig
schalten kann, die den hat. Aber für Screenshots oder so ist das immer ein bisschen schöner. So, meine Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mal zur nächsten Folge habe ich noch ein bisschen mehr fertig. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Tschüss.